Moin Freunde. Was ich unbedingt immer vorstellen wollte, ist jetzt kein großes Drama und für viele wahrscheinlich auch nicht plausibel. Aber wie bei mir, da ich an einem sehr großen Natursee angel, der vom Wald umgeben ist. Und wir alle wissen, dass mit Autos in Wäldern fahren immer so ein bisschen, sagen wir mal, das ist eine Tabuzone. Ich muss dazu sagen, ich habe es auch oft genug gemacht und ich habe oft genug Lehrgeld bezahlt. Und da das Gewässer, wo ich hauptsächlich angekommen bin, mit dem Fahrrad in 7 Minuten zu erreichen ist, habe ich mir das Ding gebaut. Habe ich bei mir vor das E-Bike geschnallt, ob man es glaubt oder nicht, da kriege ich mein ganzes Tackle drauf. Da kriege ich ein Zelt drauf, da kriege ich die Routen drauf, da kriege ich mein Boot drauf, mein Futterboot, mein alles was dazu gehört. Von Abpackmatte bis Schießmikro. Und wie gesagt, ist natürlich nur interessant, wenn du nicht dreiviertel Stunde oder keine Ahnung, der nächste Stiefel auf Fahrrad fahren. Ich will ehrlich sagen, ich mache es auch gerne, aber nicht eine Stunde. Also von daher, wie man sieht, das war mein alter Kinderfahrradanhänger, den ich umgebaut habe. Da ist einfach die Plattform drauf gekommen, bisschen wieder graviert und entfahren. Naja, mittlerweile müsst ihr es wissen, ich habe hier so einen Tarnfimmel. Kleine Alubox oben drauf, hinten drauf passt Liege, Bett, Stuhl, Zelt, zum Teil ist die Mission bepackt. Zieht da einmal drüber weg. Das Ding wollte ich unbedingt mal vorstellen. Wie gesagt, ist jetzt kein Drama, aber für Leute, wie gesagt, bin ja jedes Mal bei uns. Ich habe dann früher sowas gemacht wie morgens um 4 zum Angeln, schnell durch den Wald, ausgeladen und das Auto wieder raus. Und dann warst du auch eine halbe Stunde unterwegs, wenn du hin und her gefahren bist. Und jedes Mal hast du gehofft, dass dir der Förster nicht mehr im Weg läuft, der dir doch bei mir jeden dritten Mal beim Weg gelaufen ist und sagte, 30 Euro, Anzeige ist raus, kostet Geld. Und irgendwo dachte ich mir dann, naja, keine Ahnung, muss man aber machen. Habe ich mit dem Trolley gemacht letztes Jahr noch, nee, vorletztes Jahr noch. Ja, ist ganz cool. So ein Trolley habe ich auch. Aber ziehen ist immer noch besser als schieben überhaupt. Dass man auf dem Trolley alles drauf, das war eine ganze Menge. Gerade wenn du das Futterboot, die haue ich mir sogar mit Staubboot um drauf. Das ist nur ein kleines Staubboot von um die 1,80. Das knall ich mir auch noch mit oben drauf. Und zugezogen, weil zieht das E-Bike sehr, sehr gut weg. Und von daher, das Ding wollte ich unbedingt nochmal vorstellen. Ob der eine das nun mag oder nicht, das soll ihm selbst überlassen sein. Ist eine coole Sache. Ist kein großes Drama, wie gesagt, wenn man ein Fahrradanhänger einfach nur ein Holz auf Bobbe bekommen hat, Rahmen drum, hier oben kommen die Hufen drauf, bla, schön, ach, keine Ahnung, was soll ich denn bloß sagen, es ist und bleibt ein Fahrradanhänger, funktioniert bei mehr als sehr oder geil, wenn ihr halt nicht unbedingt die Möglichkeiten habt, mit dem Auto direkt am Wasser vorzufahren, was ja in meinen Augen meistens immer die besseren Gewässerstellen sind. Gerade wo du mit dem Auto jetzt direkt am Wasser stehen kannst, habe ich so die Erfahrung gemacht, das sind jetzt nicht unbedingt die super Angelstellen, um irgendwelche 20 Kilo oder 40 Kilo aus dem Wasser zu ziehen. Und von daher sehe ich mir schon ganz gut zu, dass ich irgendwo wirklich mitten in der Pampa sitze, wo man auf Deutsch gesagt keiner auf den Sack geht. Und von daher, das kann ich nur empfehlen. Sollte jeder mal ausprobieren, der gerne Fahrrad fährt. Und von daher, Peace!